Jo Leute, damit willkommen hier zu einem weiteren neuen kurzen Video und heute geht es um die nächste Woche 4 Herausforderungen und zwar für innerhalb von 10 Sekunden Schaden zu, nachdem du auf einem Schirm bei Sweaty Sands herumgesprungen bist. Hierbei müssen wir dann 100 Schaden zufügen und wie das Ganze am besten funktioniert, zeige ich euch heute in diesem Video. So, ich bin jetzt hier in einer Solo-Runde und ich fliege direkt nach Sweaty Sands. Ich zeige euch jetzt mal zwei Wege, wie das Ganze funktionieren würde. Und da sehen wir hier vorne beim Strand schon, es gibt hier extrem viele Schirme, aber auch im Ort gibt es hier sehr viele, hier auf dem Gebäude. Überall sind die sehr, sehr gut verteilt, also es gibt hier auf jeden Fall genügend Schirme. Ihr könntet die Aufgabe natürlich schnell machen, wenn ihr einfach hier hingeht, wenn sehr viele Leute hier sind. Was ihr aber auch machen könnt ist, ihr springt auf den Schirm rum und dann schießt ihr hier die Haie an. So, ich springe jetzt mal auf den Schirm und dann habe ich 10 Sekunden Zeit, Schaden hinzuzufügen. Hier ist nämlich gerade sogar einer, den schießen wir direkt mal an. Ich glaube, das ist sogar ein Bot hier und die Aufgabe wäre jetzt sogar schon fertig. So einfach geht das Ganze, aber es werden natürlich sehr viele Leute hingehen und es wird ein bisschen schwieriger. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob das zählt, wenn man dann auf Autos schießt. Das wäre auf jeden Fall extrem gut, weil man so natürlich ganz schnell den Schaden machen kann, ohne einen Spieler zu killen. So, ich habe mir jetzt einfach mal gerade einen Hai geholt und mit diesem Hai gehe ich jetzt mal hier nach Sweaty Sands. Danach springe ich hier auf so einen Regenschirm und dann könnte ich dem auch Schaden hinzufügen. Ich zeige es mal ganz kurz so. Ich steige jetzt hier ab. Springe dann mal hier vorne einfach mal auf diesem Schirm und jetzt kann ich ihm auch Schaden zufügen. Ja, und das wäre ein Weg, ohne Spieler hier die Aufgabe zu erledigen. So, und das war es ja auch schon mit der nächsten Woche 4 Herausforderungen. Lasst mal gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.